Ja, und damit herzlich willkommen zum letzten und dritten Teil von dieser Harry Potter Fanclub-Einteilung oder Profil-Komplettisierung oder so. In der vorletzten Folge haben wir unser Haus ausgesucht, also beziehungsweise mein Haus Ravenclaw. Danach habe ich meinen Patronus bestimmt. Das war vielleicht ein bisschen laut, aber eine sehr, sehr coole Animation. Und jetzt schauen wir mal, welcher Zauberstab ich bekomme. Auf geht's. So. Es ist Zeit, zum offiziellen Zauberstab-Zeremonie zu gehen. Finde den Zauberstab. Genau, den passenden Zauberstab von dir. Zack. Und ja. Alle Zauberer. So. Warten darauf. Auf die Erfahrung mit dem Online-Zauberstab. Find your wand. Also, wie würde ich mich selber denn beschreiben? So, over high, tall, short. Ich bin eigentlich mittel so. So, and your eyes. Blue, gray, green, other brown, dark brown, black. Ja, irgendwie sowas in der Richtung. Warte mal, wie sehen meine Augen aus? So, einen Moment mal. So, mal kurz die Selfie-Kamera von meinem neuen Handy drehen. Ja, ich würde schon als Brown irgendwie so bräunlich, dunkelbraun, schwarz oder so beschreibe, aber vielleicht sehen das ja irgendwelche anders. Ich check's nämlich nicht. So, bin ich an meiner Geraden oder einer Ungeraden geboren? Ich bin, glaube ich, an einer Ungeraden. Ist das gerade? Nein, das ist doch ungerade. Aber jetzt weiß ich nicht, was bedeutet. Was heißt even? Warte mal, so. Professionelle YouTuber natürlich schon wieder. Even number bedeutet wahrscheinlich gerade Zahl. Ja, dann hatte ich mit ordered number natürlich recht. So, okay. Dimension, Originalität, Immigration, optischem Kindness. Releasant Intelligence. Ja, eigentlich meine Intelligenz. Oder meine. Ach komm, wir nehmen jetzt einfach meine Originalität. So. Traveling alone at Desert Route. Okay, eine wichtige Straße. Wo würdest du hinlaufen? Zu einem See bzw. Meer, zu einem Castle oder einem Wald. Ich würde sagen, geradeaus in den Wald. So, ich mag nämlich Wald. So. Thomas. 4 bedeutet aber in dem Fall. Einen Moment. 4 heißt Furcht. Ja, habe ich schon gedacht. Vor was habe ich am meisten Angst? Kleine Plätze, Feuer, Dunkelheit, Isolation oder Höhe. Ich glaube, ich bin eher so der Typ, der Platzangst, Höhe mag ich jetzt nicht so, Isolation. Ja, vielleicht nehmen wir mal Isolation. Ich finde jetzt alles nicht so dramatisch. Dunkelheit ist schon manchmal ein bisschen, aber eher so Isolation möglich. So, psala. In einer Truhe voll magischer Artefakte. Welches Artefakt würdest du nehmen? So, ein silberner Dolch. Irgendein Spiegel. Ein glitzernder Juwel. Eine gebündelte Rolle. Ein Glove. Weiß ich gerade leider nicht, was das bedeutet. Dusty Bottle. Ein goldener Schlüssel. Ich glaube, ich bin für den silbernen Dolch. So, jetzt bin ich gespannt. Es ladet und was ich bekomme. Aha. Ich bekomme. Aha. Ein Cedar Wood with a Phoenix Core 13 Zoll und flexibel. Cedar Wood. The Wand shoots the Wizard. Remember. Der Zauberer. Nee, der Zauberstab, wählt den Zauberer.
So, Hermine, Lord Voldemort, Albus Dumbledore. Okay. Und das ist unser Zauberstab. Und ich glaube, das war's jetzt auch. Machen wir mal kurz ein Screenshot. So, wobei das geht jetzt hier gar nicht, ohne dass ihr dazu zugucken könnt. Ja, wie mache ich das jetzt? Ah, okay, Moment, wir machen kurze Aufnahme-Cut und dann machen wir weiter. So, sehr schön. Dann sind wir ja jetzt auch fertig. Wir haben mein Haus, Ravenclaw, wir haben meinen Patronus, die Monk's Cat und wir haben den Cedarwood with a Phoenix Core 30 and Brickle Flexibility. Genau. Das übersetze ich mir gleich natürlich. So, Phönixfeder. 13 Länge, leicht flexibel, würde ich sagen. Cedarwood, was auch immer das ist, das finde ich jetzt dann heraus. Gut, ich glaube, das war's jetzt. Hogwarts Sorting haben wir ja gemacht. Ravenclaw, was gibt's noch so? Puzzles, Quiz. Ah ja, hier haben wir noch so ein paar Quizzes, die ich machen kann. Ja, die können wir ja vielleicht mal, wenn ihr wollt, dann euch bei mir ansehen. Puzzles, so Rätsel. Ja, es sieht ganz interessant aus. Ist halt alles auf Englisch. Dann haben wir hier noch Join the Fan Club. Ich glaube, ich lade mir die App da runter. Ja, mal sehen. Expecto Patronum. Und dann haben wir noch hier die Version für Kinder. Hier kann man, glaube ich, so ein paar Kinderspiele machen. Wie kriege ich das wieder zurück? Ah, so. Okay. Shop. Nikotin. So. Okay. Und dann haben wir hier noch so. Nein, ich will jetzt hier keine. Warm Shop, ja, aber das gibt mir noch alles bei Elbewald. Ah. Okay. Aber das sieht jetzt ähnlich aus wie beim Elbewald Store. Da würde ich jetzt nicht hier bei Wizarding World direkt das kaufen. Ich glaube, das ist doch dasselbe. Wartet mal kurz. Collections. Ravenclaw. Oh, das sieht cool aus. Sowas hätte ich gern. Aber das ist voll teuer. Selbst wenn es jetzt hier in Dings angegeben ist. Also gut. Dann würde ich sagen, wir können wir mal hier zurück. 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 So. News and Fury. Quizzes, Puzzles. Sorting. Wir gehen mal hier zurück und dann würde ich sagen, war es das mit der Folge? Ja, beziehungsweise war es das allgemein schon mal hiermit? Vielen Dank fürs Ansehen. Ich hoffe, wir sehen uns irgendwann mal bei Hogwarts Legacy, wenn ich einen besseren Computer habe, weil das Spiel ist auf jeden Fall ein Muss für mich als Harry Potter, Wizarding World Fan und so weiter und so fort. Bis dahin eine wunderbare Zeit. Lasst gerne mal ein Like und ein Abo da. Bis dahin, ciao.